Schafft es der FV Illertissen die ganze Hinrunde ohne Unentschieden zu überstehen? Die letzte Chance dazu gibt's beim Heimspiel gegen die U23 der Spielvereinigung Greuther Fürth. Nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge reißt das kleine Kleeblatt schon mit etwas Druck auf dem Kessel ins Föhlenstadion. Der Abstand zu den Relegationsplätzen ist auf 2 magere Pünktchen geschrumpft. Viel entspannter ist die Lage dagegen beim FVI in Blau, der dank der beiden späten Siegtreffer zuletzt gegen Aschaffenburg und Buchbach als Tabellensechster recht komfortabel dasteht. Im Sturm muss Trainer Holger Bachtaler aber heute improvisieren, da mit Hannes Pöschl, Franz Helmer und Natsuhiko Watanabe gleich 3 Akteure verletzungsbedingt ausfallen. Und damit rein in die Partie. Im leicht verregneten Illertissen die Hausherren mit dem aktiveren Beginn. Jannik Lessing wird da in der 4. Minute auf die Reise geschickt, braucht dann aber zu lange für seinen Abschluss. Nach einer guten Viertelstunde wagten sich die Gäste dann auch mal in den Illertisser Strafraum. Doch Daniel Adlung bringt den Querpass nicht an Maximilian Neuberger vorbei. Wichtige Rettungstat des FVI-Verteidigers. Es entwickelte sich in der Folge ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Jetzt mal wieder die Hausherren. Der Schuss von Nico Fundl wird da noch gefährlich abgefälscht, trudelt dann aber neben dem Tor vorbei. Und es ging weiter hin und her. Nach einer halben Stunde visiert Patrick Götzelmann das lange Eck an, doch was eine starke Parade von Felix Thiel. Tolle Flugeinlage des 29-Jährigen, der nur wenig später erneut gefordert wurde. Wieder Götzelmann mit einem schönen Schuss, doch Thiel ist erneut der Sieger in diesem Duell. Fürth suchte hier also immer wieder spielerische Lösungen, während es die Hausherren mit ihrem schnellen Umschaltspiel probierten. Daniele Gabriele hat das Visier hier aber nicht richtig eingestellt. Mit dem Halbzeitpfiff dann noch einmal Fürth über die linke Seite. Lucien Lebaski findet Ricky Bornschein in der Mitte, der nur noch zum nicht unverdienten 1:0 für die Mittelfranken einschieben muss. Bittere Pille dagegen für Illertissen, direkt vor dem Seitenwechsel. Die Hausherren kamen dann aber frischer aus der Kabine. Langer Ball auf Glessing, der scheitert am stark reagierenden Dimitrios Kukumas. Doch der Grieche geht dann zu übermütig in den Zweikampf. Klare Sache, Elfmeter für Illertissen. Gabriele tritt an und verwandelt souverän zum 1:1. Der FVI also mit der passenden Antwort direkt nach Wiederbeginn. Und es ging danach weiter nur in eine Richtung. In der 45. Minute steckt Gabriele toll durch auf Furkan Kicicek, der im Fallen zum 2:1 trifft. Wie schon in Buchbach drehen die Hausherren eine Partie binnen weniger Minuten zu ihren Gunsten. Wie reagiert das kleine Kleeblatt? Nicht wirklich geschockt. Adlung steckt durch auf Bornschein, der das Leder eiskalt in die Maschen donnert. Starke Antwort der Mittelfranken. Bornschein übrigens schon mit seinem 3. Doppelpack in dieser Saison. Beide Teams spielten nun weiter mit offenem Visier und auf Sieg. Der FVI kommt in der 73. Minute über Glessing zum Abschluss. Kukumas kann nur prallen lassen, doch Kircicek setzt den Nachschuss hauchdünn am Tor vorbei. Was eine Chance für die Gastgeber. Illertissen war in der Schlussphase dann auch deutlich näher am 3:2 als die Gäste. Marco Mannert ist in der 83. Minute überhaupt nicht zu stoppen. Sein Schuss geht aber wieder ganz knapp rechts vorbei. Eine Gelegenheit gab's dann aber noch, und zwar für die Fürther. Doch auch dieser Abschluss war am Ende nicht von Erfolg gekrönt. Es blieb beim 2:2. Ja, insgesamt glaube ich, sehr gutes Regionalligaspiel von beiden Seiten aus. Ich glaube, ja, wir hätten schon das Spiel für uns entscheiden können, weil wir einfach die klaren Torchancen hatten in der zweiten Halbzeit. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit ja sehr druckvoll agiert, viele Torchancen sich rausgespielt. Leider hat dann natürlich auch so ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt und von daher, ja, sind wir jetzt schon ein Stück weit enttäuscht über das Ergebnis, aber die Leistung war gut und dementsprechend schauen wir jetzt nach vorne und ja, werden die nächsten Aufgaben positiv angehen. Ich finde, dass es ausgeglichenes Spiel war, wo beide Mannschaften auf Sieg gespielt haben, wo sie versucht haben, auch Tore zu schießen. Ich finde, dass wir wirklich in erster Halbzeit eigentlich mit 2 Großchancen in Führung gehen können. Am Ende schießen wir, glaube ich, mit Halbzeitpfiff das 1:0. Dann kommen wir raus und verpennen leider die ersten 10 Minuten nach der Halbzeitpause und plötzlich steht 2:1 für Illertissen. Nichtsdestotrotz aber sind wir dran geblieben, die Jungs haben weiter dran geglaubt und ich finde, dass wir dann vor allem die letzten 10, 15 Minuten sogar dem Sieg noch näher gewesen sind. Der FV Illertissen kann also doch noch Remis und zwar ein richtig unterhaltsames, das unterm Strich auch so in Ordnung geht. Mit der Punkteteilung springt der FVI einen Platz nach oben auf Rang 5, während die Fürther den Abstand zu den Relegationsplätzen auf 3 Zähler ausbauen.